weißt du, ich bin, ich mache viele schlechte Sachen und ich kann ja nicht beten und gleichzeitig viele schlechte Sachen machen. Sagen wir erstmal zu dir, wo steht das? Wer hat das erzählt? Ja, ich bin beim Taxifahren, da war der ägyptische Taxifahrer. Taxi interessiert mich. Gibt es Ägypten hier heute? Ich sehe gerade. Der Goku ist in der Hand. Dazu lachen, auf jeden Fall für viele verschiedene Länder. Und zum Beispiel Marokkaner sagen Alash, Alash, das ist Marokko. Ja. In dem hier bei Ägyptern sagen die Le, Le. Über warum? Gestern waren wir so im Gespräch und auf einmal sage ich Le. Warum? Aber ist ja auch egal. Jedenfalls, die Sache ist ganz einfach, oder von mir aus der pakistanische Praktiker oder was auch immer. Wo steht das? Achi, um von deinen schlechten Tagen wegzukommen, ich frage mich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was du für eine Sünde am Hals hast. Spielhalle, klauen, Leute zusammenschlagen, abziehen, Homosexualität, ist mir egal, welche Sünde du hast. Ja? Was du alles auf dem Hals hast, weißt du besser als ich. Die Frage ist, wie willst du von dieser Sünde wegkommen, wenn du nicht betest? Du kommst niemals davon weg. Das heißt, es ist völliger Quatsch zu sagen, völliger Quatsch zu sagen, ich kann nicht beten, weil ich mache schlechte Sachen. Das ist so, als wenn zu dir jemand sagt, ja, ich kann die Wohnung nicht putzen, die ist dreckig. So ungefähr ist das. Das ist völliger Blödsinn, Ach. Genauso ist das. Du betest ja, um von den schlechten Sachen wegzukommen. Wenn du jetzt sagst, ja, ich habe viele schlechte Sachen, deswegen kann ich nicht beten, das ist original so, als wenn du sagst, ja, die Wohnung ist dreckig, ich kann sie nicht sauber machen, weil sie ist dreckig. Ich kann die erst sauber machen, wenn die wieder sauber ist. Total dreckig. Deswegen, du betest, um von den schlechten Tagen wegzumachen. Und ist das denn das Wort von mir, dem deutschen Taxifahrer, oder dem ägyptischen, oder pakistanischen, oder chinesischen Taxifahrer? Nein, das ist, was Allah im Koran sagt. Inna salata tana ani fahshai wal munkar. Das Gebet fällt von den Schändlichkeiten auf Schuldigkeit ab. Okay, diese Ausrede haben wir die beseitigt. Okay, können wir schon mal die Fenster werfen.